Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Life in the Woods mit dem Manu und mir, Scarlett Annie und... Hallo. Ja. Wie immer sind wir alle hier. Wie immer. Und nicht dort. Ja. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen in der Höhle bleiben, denke ich. Ich suche hier aber noch nach Smaragden und... Du spielst mit deinem Turm weiter? Ja, ich habe jetzt hier zwischen den Folgen mal ein bisschen Stein gebrannt, was wir... zum Ende der letzten Folge noch gemacht haben, also gefarmt haben. Hab da schon mal ein paar Tyrion-Blöcke draus gemacht und mal schauen, hoffentlich reichen die jetzt mal. Langsam keine Lust mehr. Ich würde jetzt gerne den Turm mal wenigstens so großteils fertig haben. Und natürlich wird es gerade Nacht. War ja klar. Sag Bescheid, wenn du schlafen willst noch. Es geht gerade noch, glaube ich. Ich glaube, ich bin hier unten nicht ganz alleine. Ich habe hier vorhin noch den großen, bösen, schwarzen Mann gesehen. So, dann Block. Meine Fackel ist nach unten geschwommen. Obsidian. Schön. Ja, aber hier unten ist, glaube ich, kein Smaragd. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder hochkomme. Und hier geht es natürlich auch noch weiter... Ach Quatsch, was mache ich denn da? Das sieht man doch eh nicht. Da, wo ich hier die Blöcke hin platziere, das sieht man doch gar nicht. Nein, jetzt ist das runtergefallen. Normalerweise würde ich sagen, hier mal später auf, aber die Tyrion-Blöcke sind doch relativ teuer. Und ich sehe gerade gar nichts wegen meinem Licht. Nee, okay, können wir kurz schlafen? Ja, ich muss nur eben gucken. Wenn es bei dir geht. Mein Bettchen ist da. Alles gut, es geht natürlich immer. Irgendwo, komm, stell es hin. Ich liege und schlafe. In einer dunklen Höhle. Sehr schön. Kann ich hier weiterbauen. So, wir haben jetzt hier das. Das bedeutet, wir brauchen hier die Erde. Ach, guck mal, ein grüner Mann kommt auch noch auf uns zu. Ich hoffe, das Dach wird ungefähr so, wie ich es mir vorstelle. Nee. Ah, jetzt hat er mein Licht ausgemacht. Böser grüner Mann. Schaut irgendwie gar nicht mal so toll aus, das Dach gerade. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich frage mich gerade, warum hier Gravel ist. Nach unten. Wie Gravel nach unten. Oh, habe ich keine Fackel mehr. Na, ich komme jetzt irgendwo hoch gerade an und unter mir geht's mit Gravel weiter. Mal gucken. Krieg ich runter, wurde oder nicht. Ist ja immer sehr verheißungsvoll eigentlich. Also diese Mine ist echt riesig, also hier kann man echt noch Jahre drin verbringen. Ja, ist doch gut. Wenigstens müssen wir nicht weit gehen für ein Abenteuer. Aber ich finde hier nichts. Ich glaube, ich lasse es. So ein bisschen Dreck wieder hinmachen. Ja, so. Wirklich lang. Nicht mehr im Bett hinstellen. Licht. Oh. Lazuli. Das Ganze noch ein zweites Mal hoch. Lapis Lazuli, aber das kann ich glaube ich nicht abbauen, richtig? Mach ich's wieder? Doch, das kannst du abbauen. Da kannst du mal ein Eisen? Ach, nee, warte mal. Ja. Darf mich hier nicht wegschwemmen. Hui. So. Funktioniert. Eins, zwei. Juhu, ich habe ein Dach. Ich habe einen ekligen Aufnahmestrich in meiner Aufnahme. Ja, ich habe ein Dach gebaut. Wie komme ich bloß jetzt hier von dem Dach wieder runter? so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier reinbaue, dürfte ich rauskommen, ja. Ja, sowas gibt's natürlich auch. Wäre fast peinlich geworden. Keine Sorge, wir haben alle nicht gelacht. Sehr schön. Jetzt bauen wir natürlich hier noch die Carpenter's Barriers. Ich habe keine Ahnung. Ich will mal auf der Karte gucken, wo ich mich eigentlich gerade befinde. Wo ist meine Karte? Oh!
abgeschossen. Du Wicht, du entkommst mir nicht. Habe ich keine Fackeln mehr? Doch. Indem ich sie mache. Hm. Ziehe ich mal kurz da oben hin, damit ich weiß, wie hoch ich muss. Ein bisschen was wegstellen. Ah, das war blöd. Nee. Okay, das muss ja alles so, weg. Ich bin. Ey, nur kurz zu meinem Haus, wie immer. Aber bestimmt ganz weit unten. Ach, schön. Sehr schön. Jetzt machen wir nur noch ein bisschen von dem Magma-Stone oder Lava-Stone, wie das auch mal hieß. Dann kann man hier bestimmt machen. Oh, hier ist ja auch noch. Nee, den Ofen werde ich gar nicht machen brauchen. Egal. So, die Fackeln wollte ich alle weg haben. Denn ich will da ja eigentlich diesen Lavastone hochziehen. Dafür brauchen wir erstmal Lava. Ich nehme noch ein bisschen Gold mit. Und Eisen. Gold ist immer gut. Gold ist gut. Ach, Eisen eigentlich auch. Wir haben ja immer so ich könnte abzählen, wie viele ich brauche. Das könnte ich machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. 12, 13, 14, 15. 15 Lavasteine. Oder kommen noch mehr? Oder? Oder habe ich die schon bis ganz nach unten gezogen? Ja, doch, habe ich schon bis ganz nach unten gezogen. Sehr schön. So, von da unten komme ich. Ganz kurz mit der Axt hier ran. Aber mich nervt es, dass hier das Gras durchwächst. Stell's einfach aus. Sieht auch nein, unhübsch aus. Nein, ist das schön. Dann lässt er sich nichts sagen. Ich ziehe einfach einen Gravel-Block. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt Lava. Ich kann dir noch einen Eimer voll mitbringen, glaube ich. Wir haben bei uns noch diesen kleinen Lavasee. Außerdem haben wir doch bei uns noch unseren Lavasee. Ja, aber der ist auch nicht mehr so voll. Aber ich hoffe gerade, dass meine Musik nicht zu laut ist. Dass man dich dann noch vernünftig hört. Oh, ich kann gar nicht übers Wasser müssen. Ich depp. Egal. Oh doch, das Dach schaut cool aus. Hey, der Turm schaut echt nice jetzt aus. Sehr schön. Was sind denn das für komische Gegenden? Bist du überirdisch oder unterirdisch? Unterirdisch. Schon seit Ewigkeiten. Unterirdisch. Ich frag mich vor allem, wie lange noch? Was ist der hier? 1, 2, 3, Eimatz. Ach ja. Dynamic Lights sorgt für Lags. Du hast bei dir bestimmt irgendwo eine Werkbank rumstehen, oder? Ja, gleich im Haus links. Sehr schön. 8. Nee, ist so dunkel ohne Licht. 16. Gut, dann machen wir noch schnell die Lava Stones. Ah, da fällt mir auf, ich muss eh noch. Ich wollte eh noch eine zweite Etage reinziehen. Da ist dein Name! Ich sehe deinen Namen! Ach Gott. Wo? Okay, keine Ahnung. Du siehst meine, aber ich sehe deinen nicht. Du musst nach unten gucken, ganz nach unten. Ja. Was baue ich denn am besten für die zweite Etage? Nehme ich da auch Stone oder nehme ich da auch diese. Ich glaube, da nehme ich auch diese Tyrion-Blöcke. Ja, da werde ich auch die Tyrion-Blöcke verwenden. Konnte ich den Carpenters-Blöcke reinpacken? Ich weiß es nicht. Nee. Ach Mann. Ja, kann ich. Ich kann hier immer wieder oben und unten lang gehen. Das ist sehr schlimm. Das heißt, ich brauche wieder Holz für Carpenters. Von was haben wir denn noch viel da? Holz? Gar nichts. Ja, doch, wir haben schon noch ein bisschen Holz hier. Huh! Oh Gott! Mann! Ah!
Was? Immer überall Gegner vorgesprungen. Wo kommt der denn jetzt noch her hier? Oh, ist das schlimm mit denen? Oh, was passiert hier? Ich bin gerade in einem Baum hängen geblieben. Habe ich denn noch Burgeats? Ja. Ach ja, wer sich wundert, warum ich hier so viel Brot im Inventar habe, ich bereite schon mal die nächste Ladung Burger vor. Oh Mann, hier muss doch schon wieder so ein Spawner sein oder so. Ganz bestimmt. Die fallen mir immer wieder auf den Kopf. Ich will eine Suppe essen, sonst sterbe ich hier noch irgendwann. Ist echt schön jetzt, dieser Turm. Ich weiß, was soll ich denn von... Nee, von außen, glaube ich, beleuchten wir den nicht, oder? Ich weiß nicht, wir wollten irgendwie ekligen grünen Schleim dran laufen lassen, weiß ich noch. Violetten Schleim. Violetten. Wir haben ja dieses Poison gefunden. Ja. Oh, meine Güte, ich drehe hier durch. Ich werde hier nie wieder rauskommen, sehe ich jetzt schon. Keine Ahnung, wo ich das dann runterlaufen lasse. Au. Jetzt habe ich noch gar nicht so viel einkalkuliert. Spinnen, ganz viele Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Drumts. Ach, Mann. Ach, Mann, lass mich dich treffen. Oh, meine Güte. So, ja, da habe ich zwei noch da. Ah, wie viele? Ich hoffe, hinter mir ist nicht noch einer. Hier ist schon wieder so eine riesige Fläche, wie die, die ganz am Anfang ist. So ein riesiger Raum im Prinzip. Okay. Ich habe gerade kurz gelaggt. Mein Internet ist aber heute gut. Ich bin slimy. Okay, das schaut schon geil aus da oben jetzt. Nein! Nee. Kleiner Slimy, kleiner Slimy. So, dann machen wir noch die Treppe nach oben. Das sollte eigentlich auch auf mehreren Dingen sein, aber wir brauchen jetzt erstmal Carpenters Blöcke. Diamant, toll. Ist doch gut. Ja. Ich will Smaragde. Sind die eigentlich. Was du willst mal. Willst du erst Smaragde haben, oder wie? Ja, ich brauche ja keine Diamanten. Und sag mir nicht, dass Smaragde das gleiche sind wie Diamanten. Nur weil die grün leuchten. Das ist dasselbe in grün. Nee, toll. Nein, das war falsch. So, Eisen, hier ist überall Eisen. Ach, ich nehme einfach mal ein bisschen noch mit. Ich kann das nicht leiden, wenn das hier alles unten bleibt. Bin ich ganz traurig. Okay, ich brauche eindeutig mal Carpenters-Blöcke. Dann machen wir erstmal hier draus Stickies. Gibt's denn eigentlich irgendwas, wo man Smaragde eher erwartet? Also, dass die so gerne beim Gold sind oder irgendwie sowas? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die spawnen einfach bloß random irgendwo. Random mitten irgendwo in der Wand. Ja. Ach, toll. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen, sonst bin ich heute im Dunkeln. Ich glaube, das wird zu dunkel hier, wenn ich das so lasse. Ich glaube, hier muss ich doch noch etwas ausleuchten. Da ist ja auch immer noch was. Kann natürlich jetzt aber auch nur wirken wegen dem... Ich glaube, eigentlich müsste es hell genug sein. Oh, das wollte ich nicht. Nee. Sorry, ich muss mal ganz kurz hier so gucken. Da gab es doch hier irgendwo Light Level, oder? Was? Light Level? Na, ich will wissen, ob die Beleuchtung, dieser Stab, den ich hier in der Mitte reingezogen habe, ob der reicht an Beleuchtung oder ob ich da doch noch Fackeln platzieren muss, weil ich will nicht, dass hier das Monster spawnen. Was da für ein Magierturm jetzt nicht so schlimm wäre, aber... muss ja nicht sein. Und ich brauche mehr Carpenters Blöcke. Im Rucksack habe ich keine Stickies mehr, oder? Nee. Wo kommst du denn her? Von draußen im Walde komme ich her. Na, der bestimmt nicht. Und ich muss euch sagen, es minecraftet sehr. Von der Decke gefallen bestimmt. Okay, manchmal ist es echt schwer zu erkennen, wo jetzt eigentlich hier die Eckpunkte sind. Ich glaube, ich muss bald mal mehr... Alter, mir reicht jetzt genau wegen einem einzigen Kabel das Block nicht. War ich jetzt hier fertig? War ich jetzt hier fertig? Ich muss mal gucken gehen.
Blub. Da unten war ich, hier war ich. Ach, ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen im Kreis gelaufen oder sowas. Das wäre natürlich auch schön. So, dann brauchen wir hier. Wo wollte ich denn jetzt? Ich wollte noch irgendwo hin gerade. Machen wir vielleicht einfach das hier als Boden? Schaut denn das aus als Boden? Doch, ich glaube, das passt sogar. Dann passt es sogar zur Decke. Sehr schön, dann mache ich das so. So, und jetzt so. Au, Spinne. Sie ist so dunkel, ich habe sie so spät gesehen erst. Und dann so richtig langsam reagiert. So, ich hoffe mal, dass hier oben nichts spawnt. Das wäre ein bisschen blöd sonst. Aber eigentlich ist hier relativ hell durch diesen Stab, den ich hier in der Mitte habe. Du fragst dich wahrscheinlich die ganze Zeit, was für ein Stab. Ja, absolut. Genau. Hab ich noch Holz? Fällt mir auf, eigentlich könnte ich das dann auch hierfür machen. So, dann machen wir mehr davon. Hier. Tja. Das können wir mal hier für die Treppe nehmen. Jetzt noch 49 Fackeln. Die müssen reichen. Ich werde gleich wieder eine mitnehmen. Okay, wir brauchen eindeutig mehr von dem Stein. Das wird niemals reichen. Ah, der Raum ist hier auf jeden Fall groß genug, dass wir hier oben den Enchantment-Raum machen können. Okay, gut, darum geht es ja eigentlich auch nur. Ja, das ist ja der Hauptgrund. Ich glaube zwar, ich muss dafür dieses Ding hier in der Mitte wegtun, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber das werden wir dann noch sehen. Lignite-Eisen. Das sieht besonders hübsch aus. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier bin. Ich habe 100%ig jetzt zu viel gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, war doch nicht zu wenig. Ich bin unter einer Brücke. Ja, zu viel. Du bist unter einer Brücke? Also unter so einem Holzding. Mal gucken. Wenn ich jetzt gleich quasi rauskomme, dann bleibe ich aber auch draußen. Spinne. Nicht auf meinen Kopf fallen. Runter auf meinem Kopf. Pfui. Irgendwie ist das ein bisschen zu risky. Ich glaube, ich werde doch noch hier und da ein paar Fackeln platzieren. Sicher ist sicher. Machen wir dann natürlich schön hier. Hä? Geht das nicht? Doch. Wohl so weit oben bringt uns das auch nicht. So. Runter da. Dunkel eine Suppe essen, das schmeckt die ganz gut. So. Eine hier. Und ich glaube, du kannst gleich vorbeikommen und dir mal den Magierturm angucken, wenn du möchtest. Ja, ich würde auch gerne wieder raus. So, das Bett nehme ich wieder mit. Jetzt würde ich gerne wieder raus. Ich hätte mir so einen Lorenkorb machen sollen, wäre ich schneller vorwärts gekommen. Ah, hier sind schon mal Fackeln, das ist immer ein gutes Zeichen. Okay. Dann machen wir das so und der kommt jetzt hier weg. Dann können wir auch hier den Ofen platzieren. Ich meine, warum nicht? Und dann machen wir uns schnell eine Kiste. Eine kleine Doppelkiste. So, dann kommt hier der Magmastein rein und das rein. Und ein Lava-Eimer, keine Ahnung warum. Nein! Juhu! Der Magierturm ist fertig, glaube ich. Ich bin an einem toten Ende angekommen. Okay, gut, ich glaube, die Folge müssen wir trotzdem beenden. Jetzt schon? Tatsache. Ja, es tut mir leid. Die Folge müssen wir jetzt trotzdem schon längst beenden. Aber. Ich will noch eine Sache kurz nachschauen. Okay, dann versuche ich weiter zu rennen. Ja, also jetzt müssen wir dich wieder in den Minenstockwerk angelangt.
Wir waren hier auch vor allem schon mal. Das macht mich jetzt gerade richtig fertig. Puh, boah, ist ganz schön teuer. Hier ist bestimmt nicht lang. Wo kommt denn hier das Wasser her? Okay, gut. Dann ist der Turm soweit fertig. Jetzt fehlt halt nur noch die Einrichtung. Aber dann haben wir ein Wunder... Ich habe noch nicht mal eine Tür hier. Okay. Wir brauchen natürlich noch eine Tür und einen Weg dahin. Ja, gut. Wir können auch einfach das Loch lassen. Ist auch nicht schlimm. Nein. Bin ich gleich draußen? Bin ich gleich draußen? Bin ich gleich draußen? Bin ich gleich draußen? Geht das doch? Nein. Okay. Die Spinne ist hier eigentlich hoch oder nicht? Egal. Gut. Dann? Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.